Und ein herzliches Willkommen zurück zu Bulletstorm, der Check. Ups, Alter. Der Checkpoint, der lädt oder speichert, ich kann das nehmen. Rettet Trishka, haben wir gemacht. Das ist ein ziemlich hartgesottenes Mädel, mit der würde ich mich nicht anlegen. Die kann auch viel besser Tasten tippen als ich. Ladies first. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, fuck. Was für ein kranker Irrer macht denn so. Na, das sieht ja lecker aus. Freaks und Skulls sind im Krieg. Hat was von der Kochshow. Menschliche Gang. Dämliche Tribal-Tattoos und fehlende Fantasie. Es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. Ah ja. Klingt auf jeden Fall logisch und nachvollziehbar. Wir holen uns mal ein bisschen Zeugs. Und zwar 3 davon und 2 Magazine. Wir müssen dringend mal mehr Skill Points ansammeln. Was haben wir denn da oben? Ey, das Mühlrad, das kennen wir doch. Schauen wir doch mal. Oh, ja. Fliegt der weg? Fettsäcke! Hammert! Geh weg! Vier weitere Schwänze am Arsch. Ja, warum nicht, ne? Kann ja auch Spaß machen. Prost! Ja, gut. Nicht so stilvoll, wie ich das gern hätte. So. Entspannen wir uns. Wir brauchen dringend mehr Munition. Warum liegt die hier nirgendwo rum? Ach ja, weil ich die Leute mal weghaue. Na, ja, das macht Sinn. Was haben wir hier noch? Aber ist das denn unser Kollege Mühlrad oder ist das ein anderes? Überhaupt, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Halluzination. Nightclub. Hui. So.
Probieren wir mal echt nur Munition für die größere Knarre. So, für langsam mal ein paar mehr Skillpunkte kriegen. Also gut, ich behalte die Kleine nah bei mir und pass auf sie auf. Oh, mir ging's super, bevor du und Cranky der japanische Robotermann aufgetaucht seid. Dein Name ist Ishii. Ach gut, ich bin Trishka. Ich bin Grayson. Gray. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie du. Toll. Platz sich dahin. Gut. Aber wo ist, war das Mühlrad denn jetzt irgendwo? Nee. Der kann weg. Der kann auch weg. Nicht mehr Punkte. Schnauze. So. Aua. Ja, richtig Schaden gekriegt. Wo geht's denn hier gleich raus? Da? Okay, die gucken nach da. Also geht's gleich hier raus. Trauen im Ratten nicht. Also mal mitten reinlaufen. Einziger Weg führt durch diese Räder. Toll, dann mal los. Ich würde gerne reinkicken. Mahlzeit! War's das oder habe ich noch mehr Gelegenheit dazu? Das ist ein ganz schöner Lärm! Was machen wir jetzt? Das ist ein magnetodynamischer Generator. Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los! Ja, ich habe zwar das Problem jetzt nicht genau verstanden, aber okay. Mal darüber. Ja, dahin. Wer haut mich denn da? So. Mhm. Ah ja. Geh mal weg. Verstecken! Wasserleiche? Nein, geh aus dem Weg. Oh. Hatten wir auch schon länger nicht mehr, die Hochspannung. Wer muckt denn hier noch rum? Was machst du da hinten?
Kisten hat es doch auch wunderbar funktioniert. Ja, also von daher. So. Du kannst dich später beschweren, dass ich ihn gerettet habe. Ist er jetzt hin? Ach da. Okay, der ist tot. Ach da. Nee, ich will den da rein haben. Oh Mann. Himmelsstürmer? Oh! Ja, dann habe ich das wohl auch mal geschafft. Ist durch. Komm ich da rüber? Komm da nicht rüber. Kann ich das wegdrehen? Oh. Tschüss, Mühlrad! Tschüss! Ach so. Wir müssen hier weg. Toller Plan. Zum Teufel damit. Lassen wir die Würfel rollen. Juhu. Hui. Ah, heiß. Oh, oh, hey. Gutes. Wo? Ach da. Der Damm stürzt ein. Ach nö. Wo sind sie denn? Ach da! Oh oh, Welle! Welle! Ja. Grandios. Vierter Akt, Kapitel 1, der einzige Weg. Explosive Mülleimer, aha. Müsste man wieder Munition kaufen, das wurde langsam ein bisschen knapp. Na komm, holter die Polter, ich will weitermachen. Nach Elysium Newspots, aha. Ja, Waffen mitnehmen, da sollte ich mal öfter dran denken. Das funktioniert irgendwie. Ich verbrate die Munition wie sonst was. Das geht auf Dauer nicht gut. Sieht ja nach Urlaub hier aus. Boah, war das scheiße. Yep. Aber einem Genie wie dir beim Probleme lösen zuzusehen, ist echt erhellend. Jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ich habe die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Nett. Zufall, so heißt Ishis Aftershave. Arschloch in der Sonne? Ishi, sag mal, was für das her? Abgestürzt. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps okay. Haben meine Peitsche, hatte seine Position darin gespeichert. Rauf auf die Brücke. Dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, nein. Ein gefährlicher Ort. Eine Möglichkeit, darüber zu kommen? Ja, glaub schon. Hauptsache, du bist dabei leise. Ja, dann habe ich doch schon die perfekte Idee. Wenn wir leise sein sollen, dann trete ich erstmal schön dagegen. Patz! Hui! Ja. Zumindest müssen wir jetzt nicht mehr flüstern. Ja. Das ist allerdings wahr. So, wir haben wie viele Punkte? 4000. Ah, da können wir noch ein bisschen was mit anfangen.
erstmal schön Munition nachkaufen. Hierfür auch. Und auch, oh, hier haben wir schon voll. Funkgesteuertes Explosivgeschoss. Ach, durch die... Ah, okay, ich kann mehrere... Wäre natürlich schon eine Idee, wobei ich dann doch lieber... Hierfür und dann vielleicht noch... Dafür. So. Hallo? Was ist das? Das ist voll eklig. Aha. Nominiert. Aha. Aha. Da schleifert doch einer rum. Wo ist er denn? Eine Schnauze da. Du auch. Und Feuer. Feuer. Knallhart. So, knallhart. Nein. Ach. Ja, warte, dann gehe ich mal dahin. Ja. So. Hol ich mir gerade noch mal Munition zurück. So. Noch einer. Wo ich den eben denn hingefeuert? War das hier? Ja. Los geht's. Hey. Sieht voll spaßig und sicher aus hier drin. Ich höre einen Newspot. Bist du durch das Gebäude durch? Oder ist vielleicht zerstören? Annehmlichkeit als Bombenvergehen. Was ist das? Ah, le Munition. Läuft. Manchmal ist Zerstörung der einzige Weg. Wenn du meinst. Oh Gott, uns erwartet noch viel mehr Kampf. Oder? Oh. Ich schätze, mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Venus Menschenfresser. Ihre Laute verraten ihre Standorte. Die Flora hier ist mutiert. Ein Großteil ist empfindungsfähig. Bei meinem ersten Trip wurde die Hälfte meines Squads gefressen. Cool. Wer will? Ah, ja gut, ich gehe.
Und im nächsten Part geht es dann weiter. Mal gucken. Ich sehe hier schon fleißfressende Fliegenfallen. Mal gucken, wie wir die gegen unsere Gegner einsetzen. Das wird bestimmt witzig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.